Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial über FreeCAD. In diesem Video-Tutorial werden wir diesen Roboter aus Normteilen, im Wesentlichen in der ParDesign Workbench, zusammenbauen. Wir werden in der ParDesign Workbench außerdem besprechen, wie man eine Rotation um eine beliebige Achse definieren kann. Wir werden uns mit der Funktion Polar Pattern beschäftigen, also ein kreisförmiges Muster erstellen. Wir werden außerdem über die begrenzte Wiederverwendungsmöglichkeit von Skizzen sprechen und wir werden besprechen, wie man einen Text in FreeCAD bzw. mit einem externen Programm erzeugen kann und diesen dann in FreeCAD auf eine Oberfläche vertieft oder erhaben aufbringen kann. Zum Einsatz kommt auch hier die FreeCAD-Version 014 3700 unter Windows 7 64-Bit. Mit diesem Modell hier geht es uns erstmal eigentlich nur um die Optik. Deswegen werden wir für dieses Gewinde hier im Bauch und die beiden Gewinde in den Augen, wie im Tutorial für das Innengewinde bereits beschrieben, nur diese rotationssymmetrische Darstellungsweise verwenden und nicht die Helix-Darstellungsweise. Wir werden also in die ParDesign Workbench wechseln und werden dafür sorgen, dass ein leeres Dokument erstellt wurde. Und werden als erstes für diesen Bauch eine Sechskantmutter nach DIN 439, also die niedrige Form, in der Größe M30 zeichnen. Ich starte also mit einer Skizze auf der Y- und Z-Ebene und werde als erstes dieses Rotationsprofil zeichnen. Ich wähle dazu das Werkzeug Polylinie aus, zeichne hier eine senkrechte Linie nach oben, dann diese Phase. Dann eine waagrechte Linie, ich gehe die Phase wieder zurück, eine senkrechte Linie nach unten, diese innere Phase. Und dann ist es so, dass ich bereits im Vorfeld berechnet habe, wenn ich eine Mutter M30 nach DIN 439 einsetzen möchte mit Standardgewindesteigung, dann bedeutet Standardgewindesteigung, dass 3,5 mm Steigung vorgeschrieben ist nach DIN. Und 3,5 mm Steigung bedeutet, auf dieser inneren Distanz kann ich also vier Zähne unterbringen. Sprich, ich kann jetzt hier sagen, ich zeichne eine waagrechte Linie, dann zeichne ich hier den ersten Zahn ein, wieder eine waagrechte Linie, ich zeichne hier den zweiten Zahn, dann wieder eine waagrechte Linie, die über die senkrechte Achse rüber geht, dann hier den dritten Zahn, wieder eine waagrechte Linie. Und den vierten Zahn wieder eine waagrechte Linie. Na, jetzt waagrechte Linie. Und dann wieder eine Phase zurück zum Ausgangspunkt. Das ist ja im Prinzip unser Profil, mit dem wir anfangen werden. Zur Sicherheit schließen wir mal die Skizze und speichern schon mal ab. Und nennen die ganze Geschichte schon einmal Roboter. Abspeichern ist immer gut. Was man hat, das hat man. Ich fange also jetzt an, die offensichtlichen Constraints zu vergeben. Ich sage also Skizze bearbeiten in dem Fall. Sage jetzt diese beiden Punkte und diese senkrechte Achse, das soll eine Symmetriebeziehung gelten. Diese beiden Linien sollen gleich groß sein. Diese beiden Linien machen wir ebenfalls gleich groß. Dann können wir im nächsten Schritt auch noch dafür sorgen, dass diese Linien alle auf gleicher Höhe sind, also so gesehen kolinear. Das erreichen wir am schnellsten, indem wir sagen, dieser Punkt. Und dann wählen wir noch diese Linie mit aus. Und dann kann ich sagen, Punkt auf ein Objekt festlegen. Also dieser Punkt soll quasi Element sein dieser Linie. Das bedeutet im Umkehrschluss, die beiden Linien, weil diese hier ja waagrecht ist, die müssen kolinear sein. Das gleiche Spielchen wiederhole ich mit diesem Punkt und dieser Linie. Und ebenso mit diesem Punkt und dieser Linie. Und hier noch ein letztes Mal. Und schon haben wir auch diese Kolinearität entsprechend vergeben. Dann können wir noch offensichtlich sagen, dass diese drei inneren Linien gleich sein sollen. Dann sollen noch die äußeren beiden Linien
gleich sein von der Länge her. Dann wähle ich noch eine Linie aus als Element und sage, ich ziehe eine Linie von hier nach hier, mache diese Linie waagrecht, wähle wieder die Linie aus und sage, sie soll Konstruktionslinie sein. Dann sage ich, dieser Punkt soll Element dieser Linie sein. Das ganze Spielchen wiederhole ich jetzt noch für die anderen Punkte. Na, da hat er die Auswahl nicht richtig gemacht. Jetzt so. Punkt und Linie und dann Punkt auf ein Objekt festlegen. Dann kann ich noch sagen, diese Linien hier sollen alle gleich groß sein. Und schon haben wir mal die wesentlichen geometrischen Beziehungen vergeben und können im Prinzip mit dem Bemaßen anfangen. Im ersten Schritt geben wir den Radius des Kerndurchmessers des Gewindes ein. Das ist in diesem Fall 13,25 mm. Dann kann ich im nächsten Schritt sagen, dieses Maß hier ist der Radius des Nenngewindes, also bei M30 15 mm. Dann kann ich sagen, dieser Winkel hier soll der halbe Flankenwinkel des metrischen Gewindes sein. Flankenwinkel des metrischen Gewindes sind 60 Grad, also die Hälfte davon, beziehungsweise dieser Winkel wären dann 30 Grad. Dann muss dieser Winkel hier, der Ergänzungswinkel, zu 180 Grad sein, also 150. Dann kann ich im nächsten Schritt schon mal optisch diese Zähne etwas zusammenschieben und sagen, diese Entfernung soll der Gewindesteigung entsprechen, also 3,5 mm. Dann können wir im nächsten Schritt noch sagen, dieser Winkel hier soll ebenfalls 150 Grad betragen. Wir können auch hier schon mal kräftig zusammenschieben. Dann soll dieses Maß hier etwas weniger als die Hälfte der Schlüsselfläche betragen, damit das optisch noch einigermaßen schön aussieht. Die Schlüsselfläche sind 46 mm, also etwas weniger als 23, sagen wir mal 22,75. Dann ist die Entfernung dieses Punktes etwas mehr als das Eckenmaß des Sechskantes von bei der Schlüsselweite 46, also wählen wir dieses Maß mal mit 27 mm und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Höhe der Mutter mit 15 mm zu bemaßen und sind somit vollständig eingeschränkt und wir haben alles optisch richtig soweit wunderbar bemaßt. Ich schließe die Skizze, stelle eine Revolution her, sage, wir drehen in dem Fall um die horizontale Zeichnungsachse und sage okay. Dann kann ich die Skizze noch ausblenden. Ich stelle auf die axiometrische Ansicht, sage einpassen und habe schon mal den rotationssymmetrischen Körper als solches hergestellt. Um jetzt den Außensechskant herzustellen, wählen wir diese Frontfläche aus, sagen Skizze auf Fläche und dann werden wir mit Hilfe der Pocket-Funktion im Prinzip einen Sechskant ausschneiden. Wir wählen also unser Polylinienwerkzeug, machen zuerst wieder unsere senkrechte Linie, dann hier eine Linie, die auf diese Achse zurückführt, dann wieder hier diese waagrechte Linie, dann wieder die Linie, die auf die Achse zurückführt und dann wieder hier eine Linie zurück zum Ausgangspunkt. Dann wähle ich im nächsten Schritt alle einzelnen Linien aus und sage, alle Linien sollen gleich groß sein. Ich suche mir zum Beispiel diese beiden Punkte raus, ich könnte genauso gut diese beiden nehmen oder diese beiden und sage, zu dieser Achse soll eine Symmetriebeziehung hergestellt werden.
Dann kann ich noch sagen, zwischen diesen beiden Linien setzen wir eine Beziehung von 120 Grad. Dann kann ich noch die Schlüsselweite des Hexkantes festlegen mit 46 mm. Und wenn ich jetzt die Pocket-Funktion ausführen würde, würde er innerhalb des Sechskantes das Material wegschneiden. Das will ich nicht haben. Deswegen zeichne ich hier noch meinen Kreis ein, der den Mittelpunkt nicht richtig gefangen hat, sehe ich gerade. Also diese Mittelpunkte noch in dem Fall deckungsgleich setzen. Dann kann ich noch dem Kreis einen Radius von 27 mm mitgeben. Somit ist die Skizze vollständig eingeschränkt und die Pocket-Funktion wird jetzt das Material, das zwischen den beiden Skizzen, zwischen den beiden geschlossenen Linienzügen so gesehen liegt, wegschneiden. Ich schließe die Skizze, wende die Pocket-Funktion an, sage durch alles, okay, und wir haben, wie wir sehen können, unsere Mutter für den Bauch des Roboters hergestellt. Nun können wir im nächsten Schritt noch eine Gruppe erstellen. Diese Gruppe per Rechtsklick umbenennen. Da geben wir den Namen Bauch. Und dann verschieben wir diese beiden Features da rein in die Gruppe Bauch. Als nächstes können wir uns dann um den Hals, danach um den Kopf und die Augen und so weiter kümmern. Der Hals des Roboters soll aus zwei Sechskantmuttern nach DIN 934, also große Höhe, in der Größe M5 bestehen. Also werde ich jetzt als nächstes diesen Bauch hier markieren, dann ausblenden. Dann lege ich eine neue Skizze an, und zwar auf der XZ-Ebene. Ich sage OK, scroll etwas hin und werde als erstes mit dem Polylinienwerkzeug diese Rotationsskizze für die beiden Muttern erzeugen. Also ich sorge dafür, dass er diese senkrechte Achse fängt, gehe etwas waagrecht raus, deute die Faser an, gehe senkrecht hoch, Faser rein, Faser raus, wieder senkrecht hoch, Faser rein, dann wieder zurück auf die Achse und dann wieder zurück auf den Ausgangspunkt. Jetzt hat er wieder einen Constraint zu viel, nämlich diesen senkrechten Constraint, und er hat den waagrechten Constraint jetzt in meinem Fall nicht richtig erkannt. Also setzen wir den noch nach manuell. Dann kann ich als nächstes wieder sagen, dieser Punkt und diese Linie, da vergebe ich diesen Constraint-Punkt auf ein Objekt festlegen, damit diese beiden Linien wieder kollinear sind. Dann kann ich sagen, diese vier Linien mache ich gleich lang. Dann mache ich diese beiden Linien gleich lang. Und dann kann ich jetzt als nächstes schon meine Winkel vergeben und kann sagen, dieser Winkel hier sind 150 Grad. Der Winkel zwischen diesen beiden Linien sind 60 Grad. Und der Winkel hier sind ebenfalls 150 Grad. Dann kann ich als nächstes die Länge dieser Strecke hier festlegen, die horizontale Länge. Die soll etwas weniger betragen als die Hälfte der Schlüsselweite der entsprechenden Mutter. Wir setzen eine Mutter M5 ein, also die hat eine Schlüsselweite von 8, also etwas weniger von 4 mm brauchen wir ein Maß, sagen wir mal 3,75 mm, dann sieht das optisch auch einigermaßen nach was aus. Dann können wir als nächstes dieses Maß festlegen, horizontal. Dieses Maß horizontal soll etwas mehr sein als die Hälfte des Eckenmaßes des zugehörigen Sechskantes. Also in unserem Falle, bis ich das alles ausgerechnet habe, lande ich bei 4,75 mm gut aufgerundet. Dann kann ich noch die Höhe der Mutter vergeben. Das sind 4 mm. Und dann kann ich noch quasi die Höhe der Z-Achse könnte man, die Höhe in Z-Richtung muss man eigentlich eher sagen, dieser Skizze
festlegen als letzten Freiheitsgrad, also dieser Punkt und dieser Punkt, sind vertikal voneinander die Hälfte der Schlüsselweite dieser Bauchmutter entfernt. Schlüsselweite von dieser Bauchmutter sind 46 mm, also ist dieses Maß 23 mm. Jetzt hat der Solver mir hier diesen Winkel umgedreht, also gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Überprüfe nochmal, ja, hier war die Skizze noch in Ordnung bei 41. Dann gehen wir einfach mal in kleineren Schritten zurück. Das macht FreeCAD als recht gern, habe ich festgestellt. Wenn man zu große Änderungen eingibt in den Skizzenmaßen, kann es sein, dass der Solver manche Beziehungen quasi rumdreht, invertiert. Wenn ich jetzt auf 30 zurückgehe, ja, jetzt macht er das und behält das schön bei. Also 23. Jetzt stimmt hier die optische Achse, die das Aussehen auf jeden Fall so wie es sein muss. Dann kann ich die Skizze schließen. Ich stelle die Rotation her, sage vertikale Zeichnungsachse, wunderbar. Dann kann ich als nächstes sagen, ich blende diese Bauchbaugruppe wieder ein. Jetzt hat er alle Solids, die da drin enthalten sind, eingeblendet. Also Revolution wieder raus. Dann wähle ich diese Fläche hier an und sage, ich möchte eine Skizze auf diese Fläche haben. Und kann jetzt als nächstes wieder mit der Polylinie, wie wir das schon öfters getan haben, einen Sechskant skizzieren. Dann fange ich hier die Achse zurück zum Ausgangspunkt. Ich sage im nächsten Schritt wieder alle sechs Linien. Moment, ja, jetzt sind alle sechs Linien markiert, alle sechs Linien gleich lang. Dann sind wir hier wieder mit einem Winkel von 120 Grad zugange. Dann diese beiden Punkte bezüglich dieser Achse sollen symmetrisch sein. Und diese beiden Punkte sollen in dem Fall horizontal voneinander entfernt, diese 8 mm sein, also die Schlüsselweite von M5. Dann mache ich noch diesen Kreis hier und vergebe dem einen Radius von 4,75. Ich schließe die Skizze, die vollständig definiert ist. Man kann jetzt als nächstes über die Pocket-Funktion den Außensechskant herstellen. Jetzt wird er diese Oberfläche nicht finden. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass das ein anderer unabhängiger Solid ist und nicht der eigene. Wir können entweder sagen, zur ersten, das wird er richtig finden, oder wir könnten auch genauso gut eine Abmessung eingeben, in diesem Fall dann halt eben unsere 8 mm. Und schon macht er das alles entsprechend richtig. Und wenn wir jetzt sagen, wir wechseln auf die axonometrische Ansicht, sagen einpassen, schon ist der Hals richtig gezeichnet und ist ein unabhängiger Solid. Dann können wir das Ganze auch gleich mal speichern. Was man hat, hat man. Als nächstes werden wir diesen Kopf hier einzeichnen bzw. modellieren und da werden wir technisch gesehen ein wenig beschummeln. Wir werden nämlich eine Hutmutter M10 darauf modellieren, während diese beiden Muttern ja mit den Maßen der Mutter M5 modelliert wurden. Ich sage also, ich hätte gerne eine neue Skizze in der XZ-Ebene, sage OK. Dann fange ich an mit der Polylinie zu arbeiten und werde als erstes hier von dieser Achse aus eine waagrechte Linie zeichnen. Dann eine Phase, senkrechte Linie hoch, Phase zurück, ein kleines Stückchen waagrecht wieder zurück, dann wieder hoch, dann mit einem Rechtsklick die Polylinie vorläufig abschließen. Dann werden wir als nächstes einen Kreisbogen setzen. Der Mittelpunkt soll auf dieser Achse liegen. Dann schauen wir, dass wir diesen Punkt hier fangen und dann wird die Achse gefangen. Und dann werden wir noch eine Linie einzeichnen, von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und anschließend wieder diesen senkrechten Constraint hier rauslöschen, damit hier wieder keine Error-Meldung auftaucht im Solver. Und schon können wir die offensichtlichen Constraints vergeben. Wir können zum Beispiel hier sagen,
Das soll tangential sein. Dann können wir noch sagen, diese beiden sind bestimmt gleich groß. Und dann können wir schon im Prinzip anfangen und sagen, wir vergeben unsere Winkel. Hier unten wieder 150 Grad. Hier vergeben wir einen Winkel von 120 Grad, damit der Winkel von 30 Grad gemessen zur Waagrechten nachher wieder stimmt. Ja, also hier, das müssen immer 30 Grad sein bei diesen Phasen. Dann können wir als nächstes sagen, wir legen noch die Länge dieser Strecke hier fest mit 7,75 mm. Dann in horizontaler Richtung sagen wir, diese beiden Punkte sind 9,5 mm entfernt. Dann kann ich noch sagen, die Höhe dieser Linie beträgt 18 mm. Na, das ist wieder wie vorhin. Ich gehe mal wieder zurück auf diese 12 und setze noch vorher die Höhe von diesem hier mit 8 mm. So, dann machen wir hier mit Doppelklick, ändern wir die Höhe auf 18 mm. Und im Prinzip müssen wir jetzt nur noch, nachdem ich hier diesen Radius etwas reingezogen habe, einen Radius vergeben von 7,5 mm. Und jetzt müssen wir nur noch dieses Höhenanfangsmaß quasi festlegen. Das waren ja von vorhin unsere 23 plus 2 mal 4 mm. Also 23 plus 8. Das rechnet automatisch FreeCAD für uns aus. 31 mm. Wunderbar. Wir schließen. Erstellen den Rotationskörper um die vertikale Zeitungsachse. Möchten wir drehen. Wunderbar. Wir sagen OK. Wir können zur Sicherheit dann noch den Bauch ausblenden und theoretisch können wir auch noch gleich die Pocket ausblenden. Lassen wir das mal noch vorläufig eingeblendet. Wir wählen wieder diese Skizze aus und da wir eine Hutmutter M10 haben, haben wir eine Schlüsselweite von 16 mm, also sage ich jetzt wieder hier eine Skizze. Dann wieder zeichne ich hier in altbewährter Weise mein Sechskant. Dann werden wieder alle Linien mit der gleichen Länge versehen. Dann vergebe ich wieder meinen Symmetrie-Constraint. Und dann sage ich noch, Moment, diese beiden Punkte, na? Jetzt. Diese beiden Punkte haben eine waagerechte Entfernung von 16 mm. Na, ich habe noch vergessen, die 120 Grad zu setzen. Holen wir sofort nach. Und jetzt fehlt nur noch unser Kreis. Hier in der Mitte. Dem Kreis vergeben wir einen Radius von 9,5. Oder wir könnten auch mehr vergeben. Wir schließen die Skizze, die vollständig definiert damit ist, sagen Pocket-Funktion durch alles und die Austragungshöhe stimmt somit. Und wenn ich jetzt quasi wieder meinen Bauch einblende und dann, beziehungsweise ich sage hier einblenden, blende die aus. Dann werde ich als nächstes eine Gruppe erstellen, die ich Hals, Kopf, na, was ist hier passiert? Umbenennen, habe ich vergessen zu sagen. Die nenne ich Hals, Unterstrich, Kopf, Unterstrich, Augen. Und dort verschiebe ich schon mal diese vier Operationen hier rein.
und habe somit jetzt auch schon Hals und Kopf fertiggestellt und kann mich nun den Augen widmen. Bei den Augen werden wir eine etwas andere Vorgehensweise wählen als bei dem Hals zum Beispiel oder bei dem Kopf. Hier hatten wir ja zuerst eine Revolution erzeugt und anschließend mit Pocket den Außensechskant hergestellt. Bei den Augen werden wir zuerst mittels Pad den Sechskant herstellen, dann mittels Revolution die Phasen und das innere Gewinde darstellen und zum Schluss die beiden Objekte über Boolesche Operation, und zwar über die Operation kommen, also das gemeinsame Volumen soll dargestellt werden, verbinden. Also sprich, ich mache jetzt eine Skizze auf der XZ-Ebene, sage okay, zoome etwas hin, nehme meine Polylinie wieder in Angriff und sage, senkrecht gehen wir runter, dann hier rüber, wieder senkrecht hoch, wieder zurück und mache wieder eine Sechskant-Skizze. Dann werde ich von hier nach hier noch eine Linie zeichnen. Diese Linie soll einen senkrechten Constraint bekommen und ich werde sie zur Konstruktionslinie deklarieren. Dann werde ich noch eine Linie von hier nach hier einzeichnen. Die Linie soll waagerecht sein. Ich werde noch sagen, dieser Punkt und diese Linie sollen eine Symmetriebeziehung haben. Diese Linie und dieser Punkt sollen ebenfalls eine Symmetriebeziehung haben. Dann werde ich noch diese Linie auch zur Konstruktionsgeometrie erklären und habe im Prinzip hier diese beiden Achsen, die ich sonst immer hatte beim Erstellen von Sechskanten, weil halt eben der Mittelpunkt des Sechskantes genau im Ursprung lag oder genau auf einer der Achsen, habe ich mir jetzt also quasi mit Hilfe von diesen beiden Konstruktionslinien diese Achsen nachkonstruiert, so könnte man das vielleicht nennen. Ich sage also auch wieder hier, alle Linien sollen gleich lang sein. Dann sage ich im nächsten Schritt, diese beiden Linien sollen einen Winkel einschließen von 120 Grad. Dann schließe ich hier meine Schlüsselweite von 8 mm, weil ich im Fünfer Augen haben möchte. Dann kann ich noch sagen, dieser Punkt soll von der senkrechten Achse in dieser Richtung die Hälfte der Schlüsselweite dieser Hutmutter des Kopfes entfernt sein. Schlüsselweite war 16 mm, also 8 mm soll entfernt sein. Dann möchte ich, dass dieser Punkt quasi auf der Hälfte dieses Sechskantes liegt in vertikaler Richtung quasi. Also ich sage, dass dieser Punkt zum Beispiel von dieser horizontalen Achse soll entfernt sein, 35 mm. Die Maße habe ich mir vorhin ausgerechnet. Beziehungsweise man kann sich ja auch eben dann die Maße ausmessen und sagen, zum Beispiel diese Fläche ist entfernt von dieser Kante in die entsprechende Richtung mit dem Messwerkzeug und dann messen wir noch, wie hoch der Sechskant ist oder schauen in der Skizze nach, halbieren das Maß, zählen beide Maße zusammen und haben somit die Höhenposition dieses Sechskantes. Ich schließe die Skizze und trage per Pad symmetrisch zur Ebene um 4 mm aus und habe jetzt im Prinzip mein Auge angefangen. Jetzt kommt als nächstes die Revolution. Dazu werde ich den Bauch ausblenden, Hals, Kopf, Augen ausblenden, weil ich Revolution in diesem Falle auf einer der Hauptebenen durchführen möchte und anschließend per Placement dann die Revolution entsprechend verschieben möchte in den Mittelpunkt der Mutter. Wir machen also als nächstes eine Skizze auf die YZ-Ebene. Sagen okay. Und mit der Polylinie werden wir jetzt im Prinzip unsere altbekannte Kontur zeichnen. Hier die Phase, dann gehen wir wieder senkrecht runter.
Ich habe mir bereits vorher ausgerechnet, dass wir hier unten etwa bei der entsprechenden Gewindesteigung von M5 vier Gänge unterbekommen auf der entsprechenden Strecke. Also hier Phase rein, dann hier wieder waagerecht, den ersten Zahn, dann wieder waagerecht, dann den zweiten Zahn, dann hier wieder waagerecht, dann den dritten Zahn, etwas waagerecht. Vierten Zahn etwas noch hinzoomen, noch ein bisschen wieder waagerecht und dann gehen wir zurück auf den Ausgangspunkt. Dann werden wir als nächstes sagen, dass diese beiden Punkte und die entsprechende Achse sollen symmetrisch sein. Dann werden wir unsere Linie einzeichnen. Die Linie soll waagerecht sein. Die Linie soll Konstruktionsgeometrie sein. Wir werden die vier Punkte der Zähne hier entsprechend auf die Linie beschränken. Dann werden wir noch sagen, dass dieser Punkt soll Element dieser Linie sein, weil wir haben möchten, dass diese Linien wieder kolinear sind. Spiele ich hier nochmal und hier noch einen Halt. Den Punkt hätte ich gerne. Immer wenn ich falsch selektiert habe, klicke ich einfach irgendwo ins Nichts quasi, um zu deselektieren. Also selektiere ich diese beiden noch und sage, Punkt soll Objekt auf dem Objekt liegen. Dann kann ich noch die inneren drei Geraden mit gleicher Länge ausrüsten. Dann diese beiden mit gleicher Länge. Und dann kann ich noch sagen, alle diese Linien hier, egal ob es Zahnflanken oder Phasen sind, die sollen ebenfalls dieselbe Länge aufweisen. Und dann habe ich im Prinzip schon angefangen, alle Constraints zu setzen und kann jetzt weitermachen mit den Bemaßungen als solches. Ich kann also wieder sagen, hier in diesem Fall hätten wir einen Winkel von 150 Grad zu bieten. Und dann können wir auf jeden Fall hier auch noch einen Winkel von 150 Grad vergeben. Wir können dann noch sagen, diese beiden sollen gleich sein. Und wir können noch sagen, diese beiden sollen gleich sein. Dann können wir noch als nächstes die entsprechenden Maße festlegen und sagen, das hier soll der Gewindekerndurchmesser sein. Und der beträgt in diesem Falle 2,1 mm auf den Radius betrachtet. So, dann können wir schon mal das hier alles ein bisschen zusammenschieben. Dann können wir als nächstes sagen, wir brauchen noch natürlich die Entfernung hier. Die soll sein
2,5, weil wir ja über im 5 reden. So, dann brauchen wir noch diese Entfernung hier in vertikaler Richtung. Hier machen wir ein Maß von 3,75 Millimetern. Dann werden wir noch dieses Außenmaß hier festlegen in vertikaler Richtung mit 5 mm. Dann brauchen wir nur noch die Gesamthöhe der Mutter festlegen mit 4 mm. Na, er hat jetzt hier schon wieder in die falsche Richtung. Also gehe ich wieder einen Schritt zurück, zoome etwas mal hin. Versuchen wir mal unser Glück nur mit 5 mm. Jawohl, das hat er richtig gemacht. Dann gehen wir mal einfach in kleineren Schritten runter und geben dem Solver somit keine Chance, eine andere gültige Lösung zu finden als die, die wir haben wollen. Das ist leider immer der Nachteil mit der künstlichen Intelligenz. Sie funktioniert nicht immer so, wie man sie sich vorstellt. Gut, jetzt kann ich als nächstes die Skizze noch nicht beenden, sehe ich gerade. Ich habe noch ein Constraint zu vergeben. Mal schauen, was wäre das wohl für ein Constraint? Die Steigung fehlt natürlich noch. Die Steigung bei M5 beträgt 0,8 mm. Und schon ist alles richtig definiert. Die Skizze ist vollständig eingeschränkt, wunderbar. Wir schließen die Skizze und stellen eine Revolution her und sagen um die horizontale Zeichnungsachse. Jawohl. Gut. Jetzt können wir als nächstes auf den Sketch. Wir möchten das hier mittig auf das Pad verschieben. Also den Sketch auswählen, dann über Daten gehe ich jetzt hier auf Placement und sage, ich möchte in Z Richtung um 35 mm verschieben. Und in X-Richtung möchte ich gerne um 8 plus halbe Schlüsselfläche um 12 mm verschieben. Anwenden. Okay. Er hat also jetzt die Revolution richtig verschoben. Ich habe mir die richtigen Zahlen gemerkt. Ich kann den Sketch noch zur Sicherheit ausblenden. Habe mich gerade vergewissert, dass er auch bei Pad den Sketch ausgeblendet hat. Und jetzt kann ich Pad und in meinem Fall unter Windows drücke ich dann die Steuerung-Taste und klicke auch noch auf die Revolution, dass die beiden Objekte markiert sind. Dann wechsle ich in die Part Workbench und sage, ich möchte eine Überschneidung dieser beiden Formen, dass nur das gemeinsame Volumen dargestellt wird. Das führen wir aus und wir haben hier unsere Mutter richtig dargestellt. Und haben somit im Prinzip auch schon das erste Auge. Jetzt ist es in der FreeCAD so, dass wenn ich über die Zwischenablage Objekte kopiere, um sie dann irgendwo einzufügen, dann wird das Objekt selbst und maximal eine Ebene drunter mitkopiert, wenn ich sage, die Abhängigkeiten sollen mitkopiert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sagen würde, dieses Objekt kommen, kopiere ich entweder in die Zwischenablage oder ich sage bearbeiten, Auswahl duplizieren. Dann fragt er mich im nächsten Schritt, ob ich die Abhängigkeiten mit duplizieren möchte. Wenn ich sage ja, wird Pad und Revolution 003 mitkopiert, aber nicht die Sketches. Um solche Problematiken ein wenig zu umgehen auch,
werde ich grundsätzlich eigentlich nie höherklassige Objekte kopieren oder duplizieren. In diesen Fällen nehme ich immer die Sketche selber und dupliziere sie dann. Also sprich, ich würde jetzt hier im nächsten Schritt sagen, Sketch 006 markieren wir, sagen bearbeiten, Auswahl duplizieren. Er hat also eine neue Skizze erzeugt und hat alle Constraints und die ganze Geometrie und alles übernommen. Denn wenn ich die Skizze einblende, dann sieht man sie hier weiß dargestellt an der Stelle auch, wo diese Sketch 006 sich gerade befindet. Wenn ich also jetzt die Skizze bearbeite, ich gehe auf die 8 mm, sage über die Tastatur entfernen, dann nehme ich diese senkrechte Konstruktionslinie, klicke die linke Maustaste, halte sie geklickt und schiebe sie hier rüber. Dann brauche ich nur auf diese Seite nochmal über Punkt und Achse und Moment, wir sind im Part-Design. Waagerechte Entfernung 8 mm. Nochmal diesen Constraint zu setzen. Schon sind wir wieder vollständig eingeschränkt. Wir haben die Skizze kopiert und uns damit das Leben etwas erleichtert. Ich schließe die Skizze, wende wieder meine Pad-Funktion 4 mm symmetrisch zur Ebene an und sage, ich habe hiermit dieses Pad dupliziert. Das gleiche Spiel machen wir nun mit dieser Sketch 007. Wir duplizieren die Auswahl, also Sketch 007, machen eine Sketch 009, sagen Skizze bearbeiten zur Sicherheit. Das war also diese Skizze, wunderbar. An der Skizze selber brauchen wir diesmal nichts zu ändern, nur am Placement. Und zwar die Skizze 009 ist jetzt hiermit markiert. Wir sagen dann Placement. Ich klicke hier vor dieses 12 beim X und sage, Moment, ich habe eins daneben geklickt und sage hier minus 12. Sage okay. Wenn ich jetzt die Skizze einblende, dann ist sie an der richtigen Stelle. Wunderbar. Ich blende die Skizze wieder aus. Halt, Pad wollte ich nicht bearbeiten. Ich markiere die Skizze 009. Sage, ich mache eine Revolution, und zwar um die horizontale Zeichnungsachse. Und sage okay. Dann markiere ich diese beiden Elemente, gehe wieder in die Part Workbench, sage wieder kommen und habe hier das zweite Auge schon erstellt. Dann weise ich den beiden Augen noch mit Rechtsklick und über Darstellung das Material Gold zu, damit wir auch entsprechend schön farbig abgesetzte Augen bekommen. Wir markieren diese beiden Objekte und verschieben sie in die Gruppe Hals, Kopf, Augen. Und wenn ich jetzt sage, ich blende mit Hilfe der Leertaste oder halt eben über Rechtsklick die entsprechenden Körper ein. Moment, dann kann man hier wieder die Revolutions ausblenden. So, und jetzt sieht der Roboter doch schon mal um einiges kompletter aus und wir können uns im nächsten Schritt den Armen zuwenden. Um nun den rechten Arm zu zeichnen, werden wir nun wieder in die Part Design Workbench zurückwechseln. Wir erstellen eine Skizze auf der XZ-Ebene wieder. Und wir fangen als erstes an, unsere Rotationsachse, die wir brauchen, zu erstellen. Wir markieren sie und schalten den Konstruktionsmodus um. Wir können eigentlich auch gleich hier dazwischen den Winkel von 30 Grad definieren. Die Skizze hat noch einen Freiheitsgrad, das wäre jetzt die Länge dieser Linie. Dann wähle ich das Polylinienwerkzeug aus und fange an, meinen Rotationszug für die vier Muttern zu zeichnen, die den Arm darstellen sollen. Ich starte hier also auf der entsprechenden Linie,
Dann geht es hier runter, die erste Schräge, die Gerade, dann wieder eine Schräge, eine Gerade, dann wieder eine Schräge, dann haben wir schon die dritte Mutter angedeutet und dann sind wir hier bei der vierten Mutter angelangt, eine Schräge, dann eine Gerade und zurück zum Ausgangspunkt. Wenn ich übrigens das Werkzeug Polylinie aktiviert habe und eine Polylinie gezeichnet habe, dann kann ich durch Drücken von M bestimmen, mit welchem weiteren Verhalten die Polylinie fortgeführt werden soll. Ich drücke jetzt jeweils immer M und man sieht, man kann dann zum Beispiel hier mit einem Kreis weitermachen oder dann der Kreis in die andere Richtung oder wieder so rum oder halt eben so gesehen in einem freien Modus weitermachen mit der Polylinie. Ich lösche dieses hier wieder weg und fange an, meine Beziehung zu vergeben. Zum Beispiel kann ich sagen, dass ich hier eine Senkrechtbeziehung drin haben möchte und hier ebenfalls eine Senkrechtbeziehung. Ich kann als nächstes sagen, ich verbinde diese beiden Punkte mit einer Linie, schalte den Konstruktionsmodus um und sorge dafür, dass diese Linie jeweils, dass diese drei Punkte jeweils auf der entsprechenden Linie liegen. Immer Punkt markieren, die entsprechende Linie noch dazu und dann Punkt auf ein Objekt festlegen. Dann kann ich der Reihe nach noch vergeben, dass diese Linien alle gleich sein sollen. Na. So. Dann kann ich noch vergeben, dass dieser Punkt und diese Linie verknüpfe ich noch mit der Beziehung Punkt auf ein Objekt festlegen. Dann wiederhole ich hier diesen Schritt und wiederhole hier diesen Schritt nochmal. Dadurch habe ich jetzt diese Linien kolinear gemacht. Wenn ich noch diese Beziehung hinzufüge, sind jetzt alle diese Linien kolinear. Dann kann ich im nächsten Schritt noch sagen, ich möchte, dass diese Linien alle gleich groß sind. Wir haben ja vier gleich große Muttern. Wir haben noch immer 10 Freiheitsgrade übrig. Also schauen wir, dass dieser Winkel 150 Grad beträgt. Wir schauen, dass dieser Winkel hier ebenfalls 150 Grad beträgt. Und dann brauchen wir ja nur noch zu sagen, zum Beispiel diese Linie und diese Rotationsachse sollen parallel sein. Und dann brauchen wir nur noch die weiteren Beschränkungen zu setzen, um vollends die entsprechende Skizze vollständig zu beschränken. Wir vergeben also als weitere Bemaßungen und Constraints, wollen mal schauen. Diese beiden Linien sollen noch parallel sein. Dann kennen wir die Länge dieser Linie mit 3,75 mm. Dann kennen wir die Entfernung dieser beiden Punkte. Halt, das war der falsche Constraint. Wir brauchen die Entfernung
Jawohl. Wir brauchen die Entfernung zwischen diesem Punkt und dieser Linie. So müssen wir das richtig bemaßen. Da sind wir dann bei 5 mm. Wenn wir dann noch sagen, dass die Mutternhöhe so gesehen 4 mm beträgt. Dann dieser Abstand beträgt 23 mm, also die halbe Schlüsselweite dieser mittleren Mutter. Dann sehe ich gerade, hat es mir hier einiges zerhauen. So, wollen wir mal schauen. Da stimmt was noch nicht ganz. Und zwar dieser Punkt und diese Linie bekommen noch ein Constraint verpasst. So, jetzt müsste das besser funktionieren. Mit 23 mm Entfernung hier. Ja, das sieht sehr gut aus. Und wenn ich jetzt quasi noch der gesamten Rotationslinie hier eine Länge verpasse von 50 mm, müsste ich jetzt nicht zwingend, aber dann wäre die Skizze vollständig eingeschränkt. Das ist jetzt quasi meine Kontrolle, ob ich auch wirklich alle Bemaßungen und Beschränkungen vergeben habe. Ich schließe die Skizze, stelle eine Rotation, allerdings nicht um die vertikale oder horizontale Zeichnungsachse her, sondern um die Sketch-Axis 0. Sketch-Axis 1 wäre dann in dem Fall die zweite Konstruktionslinie, die ich hier draußen verwendet habe. Ich sage okay und wir haben schon mal die Grundlage des Armes hergestellt. Als nächstes werden wir nun per Pocket-Funktion die Sechskante herstellen. Also wählen wir diese Fläche hier aus. Wir erstellen eine Skizze auf der Fläche. Per Polylinie werden wir dann unseren Sechskant wieder zeichnen. Und werden hier abschließen. Ich sehe gerade, ich habe hier eine kleine Lücke, also werden wir diese beiden Punkte wieder deckungsgleich setzen. Dann diese Linie werde ich noch senkrecht setzen und diesen Punkt werde ich noch auf die Achse beschränken. Dann können wir unseren üblichen Sechskant herstellen, indem wir sagen, alle sechs Seiten sollen gleich lang sein. Der Winkel zwischen diesen beiden Seiten soll 120 Grad betragen. Und dann müssen wir nur noch uns zwei Punkte und eine Achse suchen für unsere Symmetrie. Wir vergeben unsere Schlüsselweite mit 8 mm. Und damit wir jetzt kein Sechseck hier herausstanzen, werden wir noch einen Kreis einzeichnen und dem einen Radius mitgeben von 5,5 mm. Die Skizze ist vollständig beschränkt. Ich schließe die Skizze, sage Pocket-Funktion. Jetzt schauen wir mal, was er tut, wenn ich sage bis zur ersten. Er ist noch etwas am Rechnen. Jawohl. Wunderbar, hat alles gut geklappt. Bis zur ersten Fläche. Dadurch, dass die Skizze hier quasi überstand, war die erste Fläche, die gefunden wurde, diese Fläche hier. Sehr schön, so möchten wir das haben. Mit OK bestätigen wir und schließen somit die Skizze. Und hiermit haben wir also schon mal den Arm als solches hergestellt. Und jetzt bräuchten wir nur noch als nächstes die Hand herzustellen.
Der Arm besteht aus zwei Körpern, die miteinander dann per Boolesche Operation verschmolzen werden. Also stelle ich wieder eine Skizze her, und zwar auf der XZ-Ebene. Ich sage okay. Ich zeichne als erstes wieder per normaler Linienfunktion meine Rotationsachse ein. Ich vergebe gleich wieder die Beschränkung mit 30 Grad als Winkel der Rotationsachse. So müssen wir eigentlich richtig sagen. Dann schalte ich den Konstruktionsmodus noch um und vergebe auch am besten gleich die Gesamtlänge der Linie mit 50 mm. Der erste Körper, den wir zeichnen mit der Polylinienfunktion, sieht so aus, dass ich hier wieder die Linie fange. Ich gehe runter, schräg hoch, wieder zurück zur Linie und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dann setze ich hier eine Senkrechtfunktion und hier ebenfalls. Dann werde ich dieser Linie hier eine Länge von 4 mm mitgeben. Diese Linie bekommt eine Länge von 2,5 mm. Und diese beiden Punkte bekommen eine Entfernung von 4,6 mm zugewiesen. Dann brauche ich nur noch die Entfernung dieses Punktes vom Ursprung mit 39 mm festzulegen, also die halbe Schlüsselfläche plus diese Gesamthöhe von den vier Muttern. Das waren ja viermal diese 4 mm. Die Schlüsselweite waren 46 mm, also 23 plus 4 mal 4 ergibt 39 mm. Bestens, ich schließe die Skizze, mache eine Revolution, und zwar um die Sketch Axis 0. Und dann sage ich okay und habe schon den ersten der beiden Körper hergestellt. Als nächstes werde ich nun diese Revolution hier ausblenden. Ich werde eine neue Skizze auf der XZ-Ebene anlegen. Ich werde als erstes wieder in diesem Fall so gesehen die Symmetrieachse definieren. Dann lege ich hier noch diese 30 Grad als Winkel fest und von mir aus eine Länge von 50 mm. Halt, 50 mm. 500 wäre ein bisschen viel. So, dann ziehen wir das gleich mal raus. Dann die Polylinie abschließen. Dann hier dieselbe Figur im Prinzip nochmal abschließen. Dann ein Kreisbogen von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und ein Kreisbogen von diesem Punkt zu diesem Punkt. Dann als nächstes kann ich noch die Tangentialitäten vergeben. Dann kann ich noch sagen, ich vergebe eine Symmetrie zwischen diesen beiden Punkten. Ich vergebe eine Symmetrie hier und vergebe eine Symmetrie zwischen den Mittelpunkten der Kreisen oder vielmehr der Kreisbögen. Dann kann ich noch sagen, diese beiden Linien sollen gleich groß sein.
Und ich kann im Prinzip schon anfangen mit der Bemaßung und sagen, hier soll eine Entfernung von 39 mm sein. Dann gebe ich als nächstes die Linie eine Länge von 8,2 mm mit. Dieser Linie gebe ich eine Länge von 5,2 mm mit. Dann dieser Punkt soll so gesehen senkrecht auf die Linie einen Abstand haben von 4,5 mm. Ich vergebe noch einen Radius von 2,5 mm. Ich vergebe zwischen den beiden Punkten einen Abstand von 14 mm. Und wenn ich dann noch sage, dass diese beiden Kreisbögen, nein, gleich groß, das war's nicht. Überlegen wir mal noch kurz, was könnte es sein, was noch fehlt. Wir ziehen einfach mal ein bisschen an der Skizze. Aha, die Höhe fehlt noch. Gut, die können wir auch festlegen, indem wir sagen, auf diese Linie haben wir hier eine Entfernung von, sagen wir, 7 mm. Wir schließen die Skizze, wir erzeugen unseren Pad, 2 mm symmetrisch zur Ebene, sagen okay, wir blenden die Revolution wieder ein und schauen mal nach, ob da irgendwo eine Geometrie dabei ist, die nicht sehr schön aussieht. Aber das sieht alles soweit gut aus. Beide markieren, die Part Workbench wechseln und dann die beiden Formen vereinigen. Und schon haben wir hier unsere Hand. Und schon haben wir einen weiteren Schritt bei der Modellierung unseres Roboters gemacht. Als nächstes werde ich jetzt hier wieder eine Gruppe erstellen. Ich benenne die Gruppe um. Sage Arm. Naja, das ist der Arm links. Und dann verschiebe ich diese drei Elemente hier in die entsprechende Gruppe und werde nun den rechten Arm herstellen. Dazu werde ich mir natürlich als erstes wieder diese Skizze hier in die Zwischenablage kopieren. Dann werde ich sie einfügen. Und werde die Skizze bearbeiten. Ich lösche die 30 Grad heraus, packe den Punkt und ziehe ihn hier herüber und definiere dann hier in die Part Design Workbench zurück den Winkel von 100. 150 Grad, also 180 minus 30 Grad. Okay. Die Skizze ist vollständig definiert. Wir führen eine Revolution aus und die Sketch-Axis ist 0 und haben hier auf der anderen Seite auch schon wieder unsere richtige Figur. Dann positionieren wir uns hier drauf. Machen wieder unser Sechseck. Wieder zurück zum Ausgang. Alle sechs Linien machen wir wieder gleich groß. Einen Winkel von 120 Grad.
einen Schlüssel weiter. Moment, das markieren wir. Löschen wir. Da hat er etwas nicht richtig genommen. Aber zuerst machen wir noch die Symmetrie. Die hatten wir noch vergessen. Dann definieren wir unsere Schlüsselweite zwischen den beiden Punkten mit 8 mm. Dann haben wir noch als nächstes einen Kreis mit einem Radius von 5,5 mm. Wir machen eine Pocket-Funktion bis zur ersten Fläche, die er finden kann. Und lassen ihn mal kurz rechnen. Jawohl, das sieht gut aus. Wir schließen mit OK ab. Braucht noch ein kleines bisschen. Und haben unseren rechten Arm schon mal richtig erzeugt. Als nächstes widmen wir uns der rechten Hand und werden natürlich die beiden Skizzen hier über die Zwischenablage rüber kopieren. Also zuerst Sketch 12 bearbeiten, kopieren, dann sagen wir bearbeiten, einfügen, wir klauen auch hier die 30 Grad heraus, ziehen die Skizze rüber. Und definieren diesen Winkel hier als 150 Grad. Sagen schließen. Wenden die Revolution und die Sketch Axis 0 an. Dann kopieren wir uns anschließend diese Skizze in die Zwischenablage. Sagen bearbeiten, einfügen. Werden auch hier diese 30 Grad herauslöschen und auch hier die Skizze hier rüberziehen und anschließend diesen Winkel mit 150 Grad definieren. Wir schließen die Skizze, wenden Pad an, 2 mm symmetrisch zur Ebene. Dann werden wir die beiden Teile vereinigen. Und haben auch den rechten Arm entsprechend hergestellt. Wir erstellen eine Gruppe, benennen die Gruppe um, sagen Arm rechts, verschieben die einzelnen Elemente hier rein und können uns schon mit der Modellierung der Füße beschäftigen. Um den linken Fuß zu modellieren, werde ich also jetzt in die Partdesign Workbench zurückwechseln. Ich werde diese Pocket hier markieren und dann sagen ausblenden, damit ich mehr Platz habe zum Zeichnen der Skizze. Dann klicke ich ins Leere, um sicherzustellen, dass nichts markiert wird und sage, ich hätte gerne eine neue Skizze, in diesem Fall auf der XZ-Ebene. Und dann fange ich an, die Umrisse dieser vier aufeinanderliegenden Muttern zu zeichnen. Indem ich hier sage, ich hätte gerne eine waagrechte Linie. Dann hier die Phase, die senkrechte Linie. Dann hier die nächste Phase, wieder hier die Phase raus, wieder eine senkrechte Linie. Wieder eine Phase, Phase, wieder eine senkrechte Linie. Phase, Phase, senkrechte Linie. Dann wieder eine Phase, waagrecht rein und senkrecht hoch. Die Polylinie wieder abschließen mit Rechtsklick, in
In dem Fall hat er hier die beiden Endpunkte nicht deckungsgleich gesetzt, also markiere ich sie und sage dann, die Koinzidenzbeschränkung anwenden. Dann sage ich als nächstes, diese Phasen sollen alle gleich groß sein. Also markiere ich sie der Reihe nach, sage alle gleich groß. Dann werde ich noch eine Linie einzeichnen von diesem Punkt zu diesem Punkt. Die Linie mache ich zur Konstruktionslinie. Dann werde ich diesen Punkt auf diese Linie festlegen. Hier machen wir dasselbe. Hier ebenso nochmal. Dann können wir noch sagen, dieser Punkt soll Element sein dieser Linie, damit wir diese Linien hier kolinear bekommen. Nochmal, da hat er etwas nicht ge jetzt hat er das richtig erkannt. Dann können wir noch als nächstes sagen, wir machen diesen Winkel hier von 150 Grad soll er sein. Dann können wir noch sagen, dass diese vier Linien alle gleich groß sein sollen. Wir können noch unser waagrechtes Maß mit 3,75 mm festlegen. Und einen waagrechten Abstand hier setzen von 5 mm. Dann können wir noch unsere Rotationsachse einzeichnen, indem ich von diesem Punkt hier auf die Achse eine Linie zeichne, die senkrecht ist. Ich markiere diese Linie, wechsle in den Konstruktionsmodus und sage das hier soll die Hälfte der Schlüsselweite dieser großen Mutter sein. Schlüsselweite war 46 mm, also Entfernung 23 mm. Dieser Punkt soll vom Ursprung 8,5 mm entfernt sein. Und dann müssen wir nur noch diese Höhe hier angeben mit 4 mm. Und haben unsere vollständig eingeschränkte Skizze, die wir dann per Revolution um die Sketch Axis 1, muss das sein, also die zweite gezeichnete Konstruktionslinie, rotieren lassen. Wir sagen okay und haben schon den ersten Schritt hier getan. Diese Schlüsselfläche werde ich jetzt herstellen, indem ich diese Fläche hier anwähle, eine Skizze drauflege, dann bewusst manuell mal ein Sechseck zeichne, wieder mit den üblichen sechs Linien. Dann werde ich eine zusätzliche Linie zeichnen von diesem oberen Punkt zu diesem unteren Punkt. Die Linie werde ich senkrecht deklarieren. Dann werde ich Element übernehmen, nämlich diesen Kreis hier, damit ich den Mittelpunkt des Kreises bekomme und sagen kann, diese Linie soll symmetrisch sein zu diesem Mittelpunkt. Ich werde noch die Linie zur Konstruktionsgeometrie erklären. Dann werde ich als nächstes noch diese
sechs Linien gleich groß machen. Wir deklarieren einen der Winkel hier zu 120 Grad. Dann werden wir noch eine Schlüsselweite von 8 mm definieren. Und dann brauchen wir noch einen Kreis, der hier in diesem Mittelpunkt startet. Und der Radius dieses Kreises soll 5 mm betragen. Und wenn ich jetzt die Pocket-Funktion anwende, ich habe vier Muttern gezeichnet mit jeweils 4 mm Höhe, also 16 mm hoch. Man hätte sicherlich auch entsprechende Flächen auswählen können als Endbegrenzung. Ich sage okay und habe hier meine Pocket-Funktion richtig durchgeführt. Und kann mich jetzt dann im Prinzip als nächstes dem Schuh widmen. Für den Fuß werde ich also jetzt diese Pocket per Rechtsklick ausblenden, dann wieder ins Leere klicken, um sicherzustellen, dass nichts markiert ist, eine neue Skizze auf der XZ-Ebene, dann zoome ich etwas hier runter und werde mit der Polylinienfunktion eine entsprechende Figur zeichnen, die aus einer senkrechten Linie, dann waagrecht, eine Phase etwas hoch, dann eine senkrechte Linie, eine Phase zurück, dann eine waagrechte Linie, dann wieder senkrecht hoch und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und diese Linie hier werde ich noch waagrecht deklarieren, falls er das nicht automatisch gefangen hat. Dann werde ich noch ebenso eine Linie von diesem Punkt zu diesem Punkt hier zeichnen, sicherstellen, dass sie senkrecht ist. Dann werde ich die zur Konstruktionsgeometrie erklären. Dann zeichnen wir am besten auch noch gleich die Rotationsachse ein, nämlich von hier senkrecht bis nach oben zur X-Achse. Auch diese werden wir in den Konstruktionsmodus versetzen. Dann können wir noch als nächste Handlung sagen, dass diese beiden Linien gleich lang sein sollen. Und wir können schon mit dem Bemaßen loslegen und sagen, diese Phase soll eine waagrechte Länge von 0,5 mm bekommen. Ebenso eine senkrechte Länge von 0,5 mm. Wir werden dieser Hilfslinie eine senkrechte Länge von 3,5 mm zuweisen. Dann diese beiden Punkte sollten eine waagrechte Entfernung von 8,0 mm erhalten. Jawohl, jetzt stimmt's. Dann verpassen wir dieser Linie noch eine senkrechte Länge von 9,5 mm. Und diese Linie bekommt noch eine waagrechte Länge von 4 mm zugewiesen. Dann werden wir noch das Ganze ein bisschen hier mal rüberschieben. Diese Rotationsachse bekommt noch eine senkrechte Länge zugewiesen von 23 plus 16 mm. Die 23 sind die halbe Schlüsselweite der großen Mutter und die 16 mm sind die vier kleinen Muttern übereinander gestapelt, die den Fuß darstellen sollen. Vier Muttern jeweils 4 mm hoch, also 16 mm. Jawohl, macht 39 mm. Dann diese beiden Punkte sollen noch waagrecht 8,5 mm entfernt sein. Und dann müsste alles richtig, jawohl. Alles ist vollständig definiert, die Skizze sieht gut aus. Wir schließen die Skizze, wenden Revolution an, stellen um auf Sketch Axis 1, also die zuletzt gezeichnete Hilfslinie, sagen okay. Und haben schon die Rotationsfigur für den Fuß somit erstellt. Diese Rändelung dieses Fußes bzw. der Rändelmutter, die der Fuß oder bzw. den Schuh darstellen soll, die möchte ich nun dergestalt modellieren, dass ich eine einzelne Rille per Pocket-Funktion modellieren möchte. Und dann möchte ich per Polar
Pattern-Funktion ein kreisförmiges Muster erzeugen. Der Knackpunkt ist hier, dass FreeCAD als Rotationsachse für ein Polar Pattern eine der beiden Hauptachsen der Skizze akzeptiert oder eine Körperkante. Keine frei im Raum definierte Achse, so wie ich sie hier bräuchte. Denn mein Problem ist ja hier, dass ich um eine Achse rotieren möchte, die nicht auf einer der Hauptachsen liegt. Also muss ich mich mit einem kleinen Trick behelfen. FreeCAD nimmt, wie gesagt, auch noch als zusätzliche Referenz eine Körperkante. Und zwar eines Features, das in der sequentiellen Reihenfolge von ParDesign eine Instanz vor der entsprechenden Pocket- oder Pad-Funktion kommt. Also sprich, ich werde mich jetzt auf diese Fläche hier setzen, die werde ich markieren, dann werde ich hier eine Skizze drauflegen. Ich werde Geometrie übernehmen und zwar diesen Kreis hier, um den Mittelpunkt zu fassen. Dann werde ich ein Rechteck aufziehen und zwar hier von diesem Mittelpunkt einfach mal in irgendeine Richtung. Ich setze diese beiden Seiten des Rechteckes gleich groß und verpasst dem Rechteck eine Seitenlänge von, sagen wir mal, 2 mm. Ich schließe und trage dann per Pad-Funktion um 2 mm aus. Und habe jetzt hier einen kleinen Würfel und hier habe ich jetzt eine Kante, die ich per Pocket-Funktion bzw. per Polar-Pattern-Funktion dann nachher verwenden kann als Rotationsachse. Als nächstes werde ich nun diese Pocket zeichnen. Dazu selektiere ich diese Fläche. Ich sage eine Skizze auf die Fläche. Ich übernehme Elemente, und zwar diesen Kreis, um den Mittelpunkt des Kreises zu bekommen. Dann werde ich einen Kreisbogen zeichnen, mit dem Mittelpunkt hier in diesem Kreismittelpunkt, und zwar von hier nach hier. Ich werde eine einzelne Linie zeichnen, von hier nach hier. Und nochmal eine Linie, um diese Punkte miteinander zu verbinden. Dann kann ich noch gleichzeitig sagen, diese beiden Punkte sollen jetzt symmetrisch sein zu der waagrechten Achse, also zu der X-Achse. Dieser Punkt soll bitte schön auf dieser Achse liegen. Und ich kann dann noch den Winkel zwischen diesen beiden mit 60 Grad angeben. Dann kann ich noch den Radius dieses Kreisbogens mit 8 mm festlegen und ich kann noch die Entfernung von diesem Punkt zu diesem Punkt in waagrechter Richtung festlegen. Na, hat er das nicht richtig selektiert? Probieren wir nochmal. Die beiden waagrechte Richtung, jawohl, 7,5 mm. Dann kann ich sagen, ich schließe. Ich wende die Pocket-Funktion an und sage, er soll von mir aus die 3,5 mm, die dieser Fuß hier hoch war, oder beziehungsweise immer noch ist. So hatten wir das ja in der Rotationsskizze festgelegt. Die soll er mal als Pocket-Tiefe ausführen. Dann werde ich als nächstes das Polar-Pattern-Feature anwenden und sagen, ich nehme also diese Pocket hier, sage Create Polar-Pattern-Feature und sage nicht Normal Sketch Axis, sondern Select Reference und wähle diese Kante hier aus und schon hat er zwei Elemente auf 360 Grad verteilt. Ich werde aber 60 Elemente brauchen. Es wird ein bisschen dauern, bis er diese 60 Elemente jetzt auf den Kreis verteilt.
Und dann, so wie hier, alles richtig durchgeführt hat. Ich sage okay. Hab dann jetzt hoffentlich, da brauchen wir noch ein bisschen, jawohl. Und habe dann hier diese Rändelung erfolgreich durchgeführt. Ich kann dann noch mich auf diese Fläche hier setzen und zum Beispiel sagen, ich übernehme diese beiden Elemente und mache jetzt von diesem Punkt zu diesem Punkt ein Rechteck, schließe die Skizze und mache Pocket von mir aus zuerst, sage okay. Und habe hier auch meine Hilfskonstruktion erfolgreich entfernt und habe den Fuß somit hier erfolgreich soweit erstellt und kann mich jetzt nun dem anderen Fuß zuwenden und die beiden Schuhe noch golden einfärben. Also, ich sage quasi noch, das hier bekommt als Darstellung Gold. Dann kann ich noch diese Gruppe hier schließen. Ich erstelle eine Gruppe und sage, diese Gruppe benenne ich um. Und zwar in Fuß links. Dann packe ich diese ganzen Operationen hier in diese Fuß-Links-Gruppe. Ich kann auch sagen, ich schalte noch Pocket 05 was ein. Jawohl. Dann haben wir hier auch noch. Dann können wir auch noch gleich den Bauch wieder sichtbar machen. So. Und jetzt brauchen wir uns nur noch den rechten Fuß zu wenden. Also als erstes werden wir diese Skizze hier bearbeiten, Auswahl duplizieren. Das ist dasselbe wie in die Zwischenablage kopieren und dann wieder einfügen. Dann werden wir die Skizze editieren. Wir klauen diese 8,5 mm, indem wir sie löschen. Dann packen wir diese Linie hier, verschieben das Ganze rüber. Setzen hier erneut eine waagrechte Beschränkung von 8,5 mm. Na, 8,5 mm, jawohl. Sagen schließen. Revolution. Und zwar um die Sketch Axis 1 war das wieder, jawohl. Dann können wir uns als nächstes auf diese Fläche setzen. Da hier übernommene externe Geometrie in dieser Pocket-Skizze drin ist und so, habe ich immer ein etwas schlechtes Gefühl, so etwas direkt zu übernehmen. Mit höheren FreeCAD-Versionen wird das vielleicht etwas besser und stabiler, aber hier habe ich insgesamt, wie gesagt, noch ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Da ist es mir fast lieber, die Skizze nochmal neu zu machen, ist ja kein Riesenakt, indem ich sage, ich mache mal wieder mein Sechseck. Dann mache ich hier wieder meine zusätzliche Linie, erkläre die wieder zu senkrecht. Dann machen wir die wieder Konstruktionsgeometrie. Wir übernehmen eine externe Geometrie. Sagen diesen Kreis hier übernehmen, dass wir wieder den Mittelpunkt bekommen. Mittelpunkt und diese Linie, da setzen wir eine Symmetrie. Dann wählen wir wieder alle sechs Linien hier aus. Sagen, alle sollen gleich lang sein. Wir suchen uns einen Winkel unserer Wahl und beschränken den auf 120 Grad. Die Schlüsselweite war 8
Millimeter. Dann setzen wir noch einen Kreis hinzu. Der Mittelpunkt soll hier in der Mitte auch wirklich liegen. Und der Kreis bekommt dann noch einen Radius zugewiesen von 5 mm. Wir schließen. Und wir haben gesagt, Pocket 16 mm tief. Und jawohl. Und schon haben wir den Fuß als solches dupliziert. Dann haben wir als nächstes gesagt, wir möchten von dieser Revolution diese Skizze duplizieren. Auch hier werde ich dann die Skizze bearbeiten. Ich klaue wieder diesen Constraint von 8,5 mm, beziehungsweise ich lösche ihn, schiebe ihn darüber. Dann setze ich ihn erneut auf der anderen Seite und sage, Moment, 8,5 mm. Jawohl. Schließen. Dann wenden wir wieder Revolution an. Und zwar um die Sketch Axis 1. Jawohl. Dann werden wir als nächstes auch hier wieder diesen kleinen Würfel werden wir wieder brauchen. Mit Pad. Und anschließend dann wieder diese eine Rille und dann wieder die Rille per Polar Pattern und dann zum Schluss wieder diesen kleinen Würfel wegfräsen, sage ich jetzt mal dazu. Also der kleine Würfel wieder auf diese Fläche hier. Wir übernehmen externe Geometrie, und zwar diese hier. Wir ziehen unser Rechteck auf, setzen diese zwei angrenzenden Seiten gleich groß, sagen von mir aus wieder einen Würfel 2 auf 2 auf 2 mm. Per Pad-Funktion tragen wir die 2 mm wieder aus. Dann können wir als nächstes wieder unsere Pocket-Funktion verwenden, indem wir sagen Skizze. Wir übernehmen wieder externe Geometrie, damit wir wieder den Kreismittelpunkt bekommen. Wir zeichnen wieder ein Kreisbogensegment von hier nach hier. Wir zeichnen eine einzelne Linie von hier auf die Mitte und wieder eine einzelne Linie von hier auf hier. Jetzt hat er da wieder irgendeinen Müll gefangen. Soll er doch nicht. Das löschen wir wieder raus und ziehen den Punkt wieder zurück. So. Dann sagen wir, diese beiden Punkte sollen symmetrisch sein zu der waagrechten Achse. Dann können wir noch den Winkel hier festlegen mit 60 Grad. Dann können wir noch dem hier einen Radius mitgeben von 8 mm. Und diesen beiden Punkten geben wir noch eine waagrechte Entfernung von 7,5 mm mit. Wir schließen das Ganze. Wir wenden wieder die Pocket-Funktion an mit 3,5 mm Länge. Dann wählen wir wieder die Pocket-Funktion aus. Beziehungsweise diese Pocket-Operation. Sagen wir möchten wieder ein Polar Pattern Feature machen. Wir schalten wieder um von der Normal Sketch Axis to Select Reference und wählen dann diese Körperkante hier an. Schalten wieder um, beziehungsweise ändern den Wert auf 60 Kopien, die er verteilen soll, also in 6 Grad Abschnitten um die entsprechende Achse. Sagen okay. Und warten mal ein bisschen ab,
bis er die Operation durchgeführt hat. Hier dauert es halt eben noch ein bisschen länger, weil unter anderem diese Screencasting-Software CamStudio im Hintergrund gut Ressourcen schluckt. Dann werden wir noch als letzten Schritt sagen, ne, genau genommen als vorletzten Schritt, wir setzen uns auf diese Fläche, machen dort wieder eine Skizze, übernehmen wieder diese beiden Kanten. Dann ziehen wir wieder ein Rechteck auf, von diesem Punkt zu diesem Punkt. Wir schließen die Skizze, wenden die Pocket-Funktion an, sagen von mir aus bis zur ersten. Okay. Und dann werden wir noch diesen Pocket-Körper hier per Rechtsklick eine Darstellung, nämlich diese Goldfarbe, zuweisen. Und der Roboter ist bis auf die Beschriftung auf dem Bauch komplett fertig. Im Eifer des Gefechts haben wir noch eine Kleinigkeit vergessen. Wir stellen noch eine Gruppe. Diese Gruppe benennen wir um und sagen Fuß rechts und schieben dort diese ganzen Bearbeitungsschritte rein. Und sind jetzt mit dem Modell als solches bis auf die Beschriftung am Bauch fertig. Um in FreeCAD 3D-Schriften zu erzeugen, bieten sich prinzipiell drei Möglichkeiten an. Die erste Möglichkeit für eine einfache, gerade Schrift in 3D wäre in FreeCAD die Draft Workbench zu benutzen und dort das Shape String Tool zu verwenden. Ich wechsle also in die Draft Workbench, sage jetzt in dem Fall zum Beispiel mal ein neues Dokument, um das zu zeigen. Dann wähle ich hier das Shape String Tool aus, dieses geschwungene S als Icon soll das symbolisieren. Und ich kann als erstes die Einfügekoordinaten auswählen und sagen, bei 000 soll die Schrift eingefügt werden. Und wenn ich dann als nächstes mit dem Cursor hier in den 3D-View-Bereich gehe und sage 0, 0, 0 über die Tastatur und springe jeweils mit Tab in das nächste Feld und dann Enter drücke, dann kann ich als nächstes den Text eingeben, den ich erzeugen möchte. Dann drücke ich wieder Enter, bin im nächsten Menü und kann sagen, welche Höhe möchte ich denn haben? Ich sage jetzt einfach mal 10 mm Höhe der Buchstaben. Und zwar jetzt nicht in extrudierter Form, sondern wirklich Schrifthöhe. Dann drücke ich wieder Return bzw. Enter auf der Tastatur. Tracking wäre, sollen die Buchstaben in irgendeiner Form gestreckt werden, also weiter auseinanderstehen als normal. Soll in dem Fall nicht sein, also drücke ich wieder Enter auf der Tastatur. Dann kann ich hier ein einzelnes TTF, TrueType-Font spezialisieren, welches ich verwenden will. Und ich kann auch, so wie in meinem Falle, über Bearbeiten Einstellungen ein standardmäßiges TTF setzen, was als erstes ausgewählt wird. Oder halt eben, wie gesagt, ich kann hier noch manuell ein anderes zuweisen über diese drei Punkte. Wenn ich jetzt wieder Enter drücke, ist diese Schrift hier erzeugt worden. Und ich sehe ja, Shape String Daten, 10 mm Höhe. Das heißt, wenn ich diese Fläche dann hier schnappe, den Shape String, dann kann ich ihn als nächstes zum Beispiel in der ParDesign Workbench per Pad-Funktion extrudieren, um die gewünschte Höhe, zum Beispiel hier 2 mm. Und dann habe ich ganz normal ein Pad-Element, das ich in 3D positionieren kann, wie ich das möchte.
Und dann kann ich es per Boolesche Operation entweder fusionieren mit dem Untergrund oder als extra Element stehen lassen. Oder ich kann es entsprechend so positionieren, dass die obere Fläche deckungsgleich ist mit der entsprechenden Fläche des Grundkörpers. Und dann kann ich per Cut-Funktion als Boolesche Operation eine vertiefte Schrift erzeugen, im Gegensatz zu der erhabenen Schrift. Um in FreeCAD 3D-Schriften zu erzeugen, gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten, die sich anbieten. Für eine einfache, gerade, extrudierte Schrift wäre es zum Beispiel möglich, in der Draft Workbench das sogenannte Shape String Tool zu verwenden, das sich hier hinter diesem Icon versteckt. Ich zeige das mal, wie das funktioniert, indem ich ein neues Dokument kreiere. Ich klicke auf das Icon für Shape String Tool und gehe dann mit dem Cursor in diesen 3D-Bereich, damit das Tool seine Arbeit anfängt. Wir sehen auf der linken Seite, dass jetzt Einfügekoordinaten gewählt werden sollen. Ich tippe hier in diesem Falle mal eine 0 ein über die Tastatur, springe mit Tab in das nächste Feld, gebe hier auch eine 0 ein und auch im dritten Feld eine 0, dass also am Nullpunkt der Text eingefügt werden soll. Dann drücke ich als nächstes Return bzw. Enter auf dem Keyboard, um in den nächsten Menüpunkt zu kommen. Hier kann ich den Textstring angeben, der dargestellt werden soll, zum Beispiel das Wort Hallo. Dann drücke ich wieder Enter auf der Tastatur und kann jetzt eine Texthöhe vergeben. Zum Beispiel möchte ich haben, dass eine Texthöhe von 10 mm genommen werden soll. Wieder Enter und wir sind im nächsten Menü, wo ich spezifizieren kann, ob die Buchstaben weiter auseinander als in der TrueType-Schrift, die verwendet wird, spezifiziert ist, gesetzt werden soll. Also ob der Text gestreckt oder gestaucht werden soll. In diesem Beispiel möchte ich das nicht haben, also mit Enter komme ich in das nächste Menü. Über Bearbeiten Einstellungen kann ich in den Einstellungen setzen, welchen TrueType-Font ich standardmäßig hier verwendet haben möchte. Ich kann aber auch diese Einstellung leer lassen, dann steht in diesem Feld nichts drin und ich muss dann manuell über ein kleines Explorer-Fenster ein TrueType-Font zuweisen. In diesem Fall habe ich jetzt mal den Standard Arial-Font von Windows rüberkopiert in mein User-Verzeichnis und werde den mal verwenden, also wieder Enter auf dem Keyboard. Und hier hat er nun bei 00 diesen Text Hallo eingefügt. Und zwar als reine flache Fläche. Ich kann jetzt im nächsten Schritt dieses Shape String Element markieren und dann zum Beispiel sagen, über die Part Design Workbench kann ich dann eine Pad-Funktion herstellen. Also Shape String markieren, Pad zum Beispiel 2 mm und schon wird dieser Text hier extrudiert. Und ich habe ein ganz normal extrudiertes Pad, das ich in 3D wie gewohnt positionieren kann und per Boolesche Operation zum Beispiel dann auch von einem Grundkörper abziehen kann, um eine vertiefte Schrift zu bekommen. Oder ich könnte es fusionieren, um eine erhabene Schrift zu bekommen. Oder ich könnte es natürlich als einzelnes Solid so belassen, richtig positionieren auf die Oberfläche, und dann könnte ich diesem Solid hier zum Beispiel andere Farben zuweisen als dem eigentlichen Grundkörper. Eine weitere Möglichkeit, Text einzufügen unter FreeCAD, wäre, indem ich ein Makro verwende, das auf der Homepage von FreeCAD herunterladbar ist. Also auf der Homepage www.freecadweb.org gehe ich dann ganz normal zum Beispiel über die Tutorials und über die Macro Recipes kann ich dann zu den Makros gelangen und hier unter dem Hauptpunkt Object Creation gibt es ein Makro, das ich Makro
FC Circular Text nennt. Und dieses Makro ist also in der Lage, so einen gebogenen Text zu erzeugen in 3D. Ich kann ihn in alle möglichen Richtungen drehen. Das sieht man ja hier in den Screenshots. Und das ist hier eigentlich relativ gut beschrieben, was man damit alles machen kann und wie man das Makro anwendet. Und wer möchte, kann ja dieses Makro gerne sich herunterladen und installieren und einsetzen. Und jetzt allerdings hier zeigen, möchte ich eine weitere Möglichkeit, indem ich das Programm Inkscape verwende. Das ist ebenfalls Open Source. Das schreibt sich Inkscape. Und den Link zur Homepage werde ich in die Beschreibung des Videos reinsetzen. Und das Besondere an Inkscape ist, wer CorelDRAW kennt, vielleicht noch von früher, es ist ein vektororientiertes Zeichenprogramm. Also wenn man jetzt 2D-Zeichnungen anschaut, gibt es ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe eine bestimmte Anzahl von Pixel in horizontaler und vertikaler Richtung auf dem Bildschirm und sage dann, dieses Pixel soll gesetzt sein oder nicht und wenn gesetzt, dann in welchen Farbwert soll es dann haben. Oder ich sage halt eben, im Prinzip, so wie ich ja bei CAD auch sage, ich habe eine Linie von diesem Punkt zu diesem Punkt. Oder halt eben ein entsprechendes anderes Vektorelement. Ich werde also unter Inkscape einen Text einfügen, diesen dann an einem Pfad ausrichten, also kreisförmig biegen, dann per SVG als Dateiformat an FreeCAD übergeben, dort dann entsprechend die Flächen extrudieren und in 3D dann die entsprechende Schrift vollends zusammen kombinieren und richtig positionieren auf dem Roboter. Also ich gehe jetzt zurück zu FreeCAD, mache erstmal diese Beispieldatei wieder zu und wir brauchen also als wichtige Angabe diesen Kreis und diesen Kreis. Wir erinnern uns, die Angaben waren hier drin. Dieser Kreis hat 30 mm Durchmesser und dieser Kreis hier hat 45 mm Durchmesser. Also werden wir mal schauen, ob wir vielleicht auf einem 32er Kreis eine 6 mm hohe Schrift, dass wir auf 44 landen, das müsste hinhauen. Oder vielleicht sogar eine 5 mm, ja, eine 5 mm hohe Schrift müsste sogar besser sein. Auf einem 32er Kreis. Und das werden wir jetzt mal einfach ausprobieren. So, ich schalte also hier zurück. Gehe zu Inkscape und los geht's. Ich werde diesen Vorgang jetzt etwas gerafft darstellen. Er soll eigentlich nur zur Demonstration dienen, was in Inkscape in Kombination mit FreeCAD alles möglich ist, in Sachen Schriften, aber auch theoretisch mit ganz anderen Formen, die ich gebogen, geschwungen oder sonst wie unter 2D erzeugen kann, dann als SVG exportieren kann zu FreeCAD. Wer sich stärker damit beschäftigen möchte, wird sowieso nicht drum rumkommen, sich die einzelnen Optionen sehr genau anzuschauen und auch eventuell sich etwas stärker in Inkscape einzuarbeiten. Aber keine Angst, FreeCAD ist sehr einfach zu bedienen und Inkscape ist ähnlich einfach aufgebaut. Es gibt ein paar schöne YouTube-Tutorials dazu, also da braucht man keine große Angst irgendwie vor diesem Thema zu haben. Ich werde also einen Text einfügen in der Schriftart Sans, in der Textgröße 24 erstmal, 24 Pixel ist damit gemeint. Ich ziehe also hier jetzt ein Fenster auf und schreibe da mal FreeCAD rein. Dann gehe ich auf die Markierung, jetzt ist das FreeCAD markiert und die gesamte Schrift, das ist mir noch so ein kleines Rätsel, wie das alles zueinander funktioniert. Aber ich bin sicher, da gibt es zwar auch eine logische Erklärung. Ist momentan 17 Pixel groß als reine Texthöhe
Und wenn ich das jetzt auf Millimeter umstelle, dann sieht man 5 mm Höhe für den Text. Wunderbar, so wollte ich das haben. Ich klicke also ins Leere, dann wähle ich die Zoom-Funktion und mache mal hier ein bisschen größer. Als nächstes möchte ich einen Kreis einfügen. Ich wähle also diese Kreisfunktion aus, klicke mit der linken Maustaste, halte die gedrückt, das ist der Unterschied, und ziehe dann hier einen Kreis auf. Ich schaue, dass der Kreis markiert ist und kann jetzt manuell die Werte für Breite und Höhe hier überschreiben. In unserem Fall hatten wir ja gesagt 32 mm für die Breite und 32 mm für die Höhe, damit wir einen kompletten Durchmesser bekommen von 32 mm. Jetzt markiere ich diese FreeCAD-Schrift. Dann drücke ich Shift auf der Tastatur und halte Shift-Taste gedrückt, um ein Multiselect durchzuführen. Das ist also etwas anders wie unter Windows normalerweise. Da würde man ja die Steuerung bzw. die Control-Taste dafür benutzen. Dann klicke ich diesen Kreis hier an. Ich habe also jetzt zwei Objekte markiert, und zwar zuerst FreeCAD, dann den Kreis. Deswegen kann ich jetzt sagen, Text an Pfad ausrichten. Und schon hat Inkscape diesen FreeCAD-Text schön um diesen Kreis rumgebogen. Jetzt ist es allerdings so, dass mir diese Orientierung hier nicht so ganz gefällt. Ich hätte das schon gern, dass es entsprechend quasi senkrecht steht. Also markiere ich diesen FreeCAD-Text. Wenn ich einmal draufklicke, habe ich diese Handles, mit denen ich das Objekt vergrößern, also skalieren kann in die entsprechenden Richtungen. Und wenn ich nochmal hier mitten auf den Text draufklicke, dann verändern sich diese Handles, und ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier draufklicke und die linke Maustaste gedrückt halte, dann kann ich den Text drehen. Und ich drehe ihn jetzt so lange herum, bis einigermaßen optisch ich sagen kann, jetzt hier, das sieht sehr nach waagrecht aus. Ich orientiere mich dabei ein bisschen am Abstand vom F bzw. vom D hier zu dieser gestrichelten Linie nach unten, wie viel das ist. Jetzt haben wir aber immer noch einen Text Inkscape. Inkscape selber wäre also in der Lage, diesen Text wieder zu editieren und andersrum auszurichten und sonstige Dinge. In FreeCAD brauche ich aber Linienzüge, um damit arbeiten zu können. Also markiere ich jetzt diesen FreeCAD-Text und sage, Pfad, Objekt in Pfad umwandeln. So, jetzt haben wir aus diesem Text im Prinzip Linienzüge, Umrisslinienzüge gemacht, wie wir nachher sehen werden. Ich klicke einmal ins Leere, um sicher zu gehen, dass nichts markiert ist. Dann markiere ich noch kurz diesen Kreis, den können wir eigentlich gleich schon löschen, den brauchen wir nicht mehr mit exportieren, und sage Datei, Speichern unter. Ich überschreibe mal diese Testdatei, die ich erzeugt habe, und stelle noch beim Dateiformat um auf normales SVG. Ich will kein Inkscape-spezielles SVG und kein komprimiertes und was die sonst noch alles hier anbieten, sondern ich will ein normales SVG. Im Englischen heißt das dann Plain SVG, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und sage dann Speichern. Jawohl, ich will die Datei ersetzen. Und wir können im Prinzip als nächstes in FreeCAD weitermachen. In FreeCAD dann kann ich ja sagen, Datei importieren. Ich importiere diese Test-SVG, die ich gerade eben erzeugt habe, und werde sofort gefragt, wie soll das importiert werden? Als reine Drawing, also reine 2D-Elemente, oder auch gleich als richtige SVG-Geometrie. Diesen Punkt wähle ich dann an, dass der Button gesetzt ist, und sage Wähle, und schon sehe ich, hier die Umrisse sind wunderbar soweit importiert worden. Jetzt möchte ich aber das Ganze zum Schluss extrudiert haben, dass ich es auf der Oberfläche als erhabene Schrift habe, in dem Fall. Dazu gehe ich hier wie folgt vor. Ich mache aus diesen Linienzügen zusammenhängende Flächen.
Diese Flächen extrudiere ich dann im Falle dieser Buchstaben E und A und D muss ich dann noch die beiden extrudierten Körper, also dieser innere Körper, den muss ich dann noch per Boolean Cut vom äußeren Körper abziehen, damit ich nachher einen richtigen 3D-Buchstaben habe. Wie machen wir das in der Praxis? Wir wechseln in die Draft Workbench, markieren diesen Pfad, der hier richtig erkannt wurde, und verwenden dann das Upgrade-Werkzeug. Wenn ich das jetzt anklicke, ist hier raus aus Path, also aus Pfad, ein Face, also eine Oberfläche geworden. Den gleichen Vorgang wende ich jetzt einzeln auf alle diese erkannten Pfade an. Und schon habe ich entsprechende Flächen bekommen. Wenn ich jetzt in Part Design mittels Pad extrudieren würde, bräuchte ich einen Sketch. Ich habe keine Sketch, ich habe nur eine Oberfläche. Deswegen gehe ich in die Part Workbench und wende das Extrusionswerkzeug an, denn das erlaubt mir, Oberflächen zu extrudieren. Ich sage also Face, extrudiere in Z-Richtung um 1 mm und ich erzeuge einen Volumenkörper. Okay, und jetzt habe ich hier ein massives F als reiner Solid. Das gleiche Spielchen, nochmal hier mit dem R, das gleiche Spielchen hier mit dem E und hier mit dem inneren Teil des Es. Von diesem Körper ziehe ich diesen Körper per Boolean Cut gleich ab und schon habe ich hier ein schön gelochtes E, so wie es sein sollte. Okay, wir machen auch mit dem zweiten E dasselbe Spiel. Wir extrudieren in Z-Richtung um 1 mm. Per Boolean Cut wird dann das E fertiggestellt. Ebenso machen wir das hier mit dem A. Von diesem Körper möchten wir diesen per Boolean Cut abziehen. Und jetzt noch einmal mit dem D. Noch den Boolean Cut durchführen. Und schon habe ich hier einzelne extrudierte Buchstaben in 3D über Inkscape erzeugt. Ich kann jetzt noch im nächsten Schritt sagen, ich markiere diese einzelnen Buchstaben und sage Formteil, Make Compound, also füge alle zusammen zu einem einzelnen Verbund von Solid, also behandle es als ein einzelnes. Denn dann kann ich die komplette Schrift in einem Schlag in 3D positionieren. Und das werden wir jetzt im nächsten Schritt tun. Für die Positionierung wende ich einen kleinen Trick mit einer Skizze an, die ich dazu verwenden werde. Und ich werde im ersten Schritt mal mich auf die Rückseite dieser FreeCAD-Schrift draufsetzen und dort eine Skizze erzeugen. Ich werde als erstes externe Geometrie übernehmen und sagen, ich übernehme diese Kante. Mal schauen. Jawohl, ich übernehme noch diese Kante hier, denn ich brauche hier den Mittelpunkt. Und ne, das will er nicht übernehmen. Dann machen wir es anders. Dann machen wir diese beiden. So. Und jetzt kann ich nämlich
zum einen sagen. Ich zeichne von hier nach hier eine Linie, deklariere die zur Konstruktionsgeometrie und dann zeichne ich hier zwei Linien. Dieser Punkt soll symmetrisch auf dieser Linie liegen und dieser Punkt sollen deckungsgleich sein. Dann mache ich die beiden noch gleich groß. Und wir hatten ja gesagt, dass dieser Fußpunkt auf einem Kreis mit Durchmesser 32 liegen soll. Und die Schrift ist etwa 5 mm hoch geworden. Also ist diese Linie quasi 16, also der Radius von 32er Kreis, plus 2,5, also 18,5 müsste dann diese Linie groß sein, damit sie den Mittelpunkt des Kreises repräsentiert. So, ich schließe die Skizze und jetzt muss ich mal selber kurz schauen. So rum sind wir richtig, alles klar. Ich kann dann nämlich in die Draft Workbench gehen und sagen, die beiden mit den Snap Modes schalte ich mal noch den Endpunkt ein und Kreismittelpunkte. Dann verschieben wir mal das hier auf den Kreismittelpunkt von dem hier. Und schon sind wir mal ein bisschen besser. Wir kippen jetzt um die X-Achse in 90 Grad, damit die Schrift richtig erscheint. Also die beiden. Placement. Inkrementell die X-Achse 90 Grad und schon ist die Schrift richtig orientiert im Raum. Die beiden sind noch markiert. Ich sage, das hier soll den Kreismittelpunkt fangen und so schlecht sieht das doch gar nicht mal positioniert aus. Es stimmt wahrscheinlich nicht ganz hundertprozentig. Aber das bisschen fällt eigentlich nicht auf. Für eine reine Logo-Beschriftung ist das bestens. Wir können die Skizze jetzt entweder löschen oder ausblenden manuell. Wir können noch den Compound per Darstellung mit einer goldenen Farbe überziehen. Und wir können sogar noch als letztes eine Gruppe erstellen und den Compound und die Skizze da rein verschieben. Die Gruppe benenne ich um und sage Beschriftung und schon kann mein Roboter loslaufen. Und wir sind am Ende angelangt von dieser Übung. Ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Dinge zeigen und freue mich natürlich wie immer über Kommentare und sonstige Eintragungen auf YouTube. Und hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Tutorial wieder. Auf Wiedersehen!